Der HC Pustertal bleibt in der Elite A das Maß der Dinge. Am 5. Spieltag feierten die Wölfe den ebenso vielten Sieg. Beim 5:1 Erfolg über Cortina sorgten die Gelb-Schwarzen schnell für klare Verhältnisse. Pustertals Trainer Mike Wasniak musste ohne die verletzten Stürmer Lukas Dauber, Benno Obermeier und Viktor Schweizer auskommen, während beim Altmeister Francesco Adami fehlte. Im Tor von Cortina stand der Toblacher René Bauer, der den Vorzug gegenüber Anthony Borelli erhielt. Vor dem Spiel wurde wie in jedem Stadion mit einer Schweigeminute der Opfer der Flüchtlingskatastrophe von Lampedusa gedacht. Nach nur 68 Sekunden muss Luca Zandonella nach diesem Foul an Thomas Erlacher auf die Strafbank. Die Hausherren nutzen im zweiten Heimspiel innerhalb von nur 47 Stunden die erste Überzahlsituation prompt zur Führung aus. Luca Felicetti setzt beim Versuch zu befreien Giulio Scandella in Szene. Dieser trifft die Kreuzecklatte. Dennis McCauley steht goldrichtig und befördert die Hartgummischeibe im Stile eines Baseballspielers in die Maschen. Nach 156 Sekunden geht der Tabellenführer durch diesen Treffer von McCauley zur Freude der knapp 2000 Zuschauer mit 1:0 in Führung. Der Jubel ist kaum verhallt, da kommen die Gäste bereits zum Ausgleich. Jakub Grof zieht hinter der blauen Linie ab, Jean-Sébastien Aubin kann irgendwie abwehren, doch Stanislav Grohn gibt dem Kanadier im Nachschuss das Nachsehen. Die Pusterer Abwehr bringt die Scheibe nicht aus der Gefahrenzone und der Slowake lässt sich nicht zweimal bitten, um nach 4 Minuten und 23 Sekunden den Gleichstand herzustellen. Für Grohn ist es der 8. Punkt in der laufenden Meisterschaft, womit er die interne Scorerwertung bei Cortina anführt. Das muntere Scheibenschießen findet seine Fortsetzung. 95 Sekunden später geht der Gastgeber wieder in Führung. Lukas Greppatz fängt einen Fehlpass der Gäste ab und bedient Max Oberauch. Dieser umkurft Federico Lacedelli im Stile eines Slalomfahrers und trifft zum 2:1 ins linke Kreuzeck. Für Oberauch, der in den ersten drei Saisonspielen gesperrt war, ist es der erste Torerfolg in der laufenden Meisterschaft. Und ein besonders schöner obendrein. In der 7. Minute sind es wieder die Wölfe, die für Gefahr sorgen. Patrick Bona prüft Bauer, doch Thomas Erlacher verpasst den Nachschuss nur knapp. Die Aktion läuft weiter. Bona kämpft sich den Puck zurück, legt für Kyle MacLeod auf, dessen Schuss der Cortina-Goalie zunichte macht. Der dritte Treffer ist aber nur aufgeschoben. Nach 9 Minuten und 17 Sekunden tankt sich McCauley auf der linken Seite durch und will Scandella in Szene setzen. Luca Zanatta kommt mit dem Schläger dazwischen und lenkt die Hartgummischeibe ins eigene Tor ab. Da es im Eishockey keine Eigentore gibt, wird der Treffer McCauley zugesprochen, der bereits 5-mal ins Schwarze getroffen hat. Nur wenige Sekunden später legt Christian Söderström für Scandella auf, der aus kurzer Distanz allerdings nur den Pfosten trifft. Kurz vor dem ersten Pausentee setzt sich auch der letzte Pusterer Neuzugang in Szene. Von Oberauch freigespielt, stürmt Ryan O'Mara auf Bauer zu, der allerdings Sieger bleibt. Das Mitteldrittel beginnt mit dem 4. Treffer des HC Pustertal. Bona legt für McLeod auf, dieser scheitert aus spitzen Winkel an Bauer, doch Erlacher verwertet den Abpraller im Fallen zum vorentscheidenden 4:1. Für den Pusterer Angreifer mit der Nummer 18 ist es der erste Torerfolg in der noch jungen Saison. Die Hausherren bleiben am Drücker. McCauley für Scandella, doch Bauer hat erneut etwas dagegen. Von Cortina ist wenig zu sehen. Bei Hälfte des einseitigen Spiels prüft Paul Albers den aufmerksamen Aubin. Für den Spitzenreiter ist es ein besseres Trainingsspiel. McCauley und Scandella machen in der 32. Minute, was sie wollen. Einzig der Torerfolg bleibt dem Duo versagt. Auch nach dem letzten Seitenwechsel sind es die Wölfe, die den Ton angeben. Söderström nimmt Maß und zieht ab. Doch der Pfosten steht dem Schuss des Schweden im Weg und Bauer hilfreich zur Seite. In der 48. Minute dann eine Doppelchance für Patrick Bona. Zuerst verfehlt der quirlige Angreifer in Überzahl das Tor, ehe im zweiten Versuch René Bauer über sich hinauswächst. Solange man die Torchancen hat, ist allen positiv. Ich habe heute ein bisschen Pech gehabt, ein bisschen niemals verdantelt erwähnt, aber ich kalte die Tore auf, die engen Spiele auf und in der Hoffnung, dass es noch sein Mini geht. Der 5. Treffer liegt in der Luft und fällt dann auch. Christian Borgatello bedient Scandella, der seelenruhig vor das gegnerische Tor fährt und Bauer keine Abwehrmöglichkeit lässt.
Nach 48 Minuten und 33 Sekunden und dem sechsten Saisontreffer von Scandella ist das Spiel längst entschieden. Mit 14 Punkten führt der Nationalstürmer die Scorerwertung der Liga an. 10 Minuten vor Schluss stürmt Riccardo Lacedelli auf das Busterer Tor zu, doch der Abschluss fällt zu hoch aus. Die letzte Chance des Spiels findet O'Mara vor. Der Kanadier wird von den Gästen völlig vergessen. Doch Bauer wächst mit einem Glanzreflex über sich hinaus und verhindert Schlimmeres. Man hat halt ein Zeichen, wieso, dass er Bonnecht zu Unrecht 4 Spiele hintereinander gewonnen hat und in den letzten Jahren der einheimischen Anfang, der sein ist, gekauft. Plus die Ausländer, ich glaube, haben so gut eingekauft. Und wir sind eigentlich nie von Anfang richtig ins Spiel gekommen. Durch Blader-Fehler in unserer Zone haben wir uns einfach das Leben selber schwer gemacht. Und auch wenn du mal 2-3-0 gegen sie hin bist, ist es einfach schwierig. Es war, ja, wir haben das Spiel dominiert von der ersten Minute. Wir müssen zwar, wie wir gegen Mailand gesehen haben, genau, müssen wir aufpassen, nicht zu offensiv zu spielen und dann defensiv unsere Arbeit zu machen. Und dann haben wir wenig Probleme und dann haben wir auch souverän gewonnen heute.